Sieht aus wie ein Schacht von Outlast. Aber immer erst den anderen Weg gucken. Ah, unser Körper. Okay, unser Körper sehen wir auch. Das mag ich ja immer, wenn man den aussieht, ne? Was war das denn? War das Hundi? Erstmal speichern. Bestimmt eine ganz großartige Idee. So, 6, 7, 2, 5. Hallo? Hallo? Ist da wer? 6, 7, 2, 5, sagst du, ja? Habe ich da gerade Leute gehört? Bohrkooperation. Okay, das ist wahrscheinlich die Organisation hier. Oh, die Dose will ich gern nehmen. Können die uns was? Tun die uns was hier? Ich weiß nicht, ob die uns was tun. Und ich glaube, wir können uns auch, glaube ich, nicht wehren. Glaube ich zumindest. 7913. Für was 7913? Ist hier ein Zettel zum Lesen? Oh, ich würde so gern lesen. 7913, ja? Aber wofür 7913? Verfolgt er uns? Wie sieht es aus? Kann man hier im Kaffeeautomaten eingeben? 7913? Nein, ne? Hier. Von hier kamen wir, ne? Ja, okay. Oh, Alter, das sind zwei Stück. Okay. Aber irgendwie tun die uns nichts, ne? Wo ist der? Okay, wir haben also hier nichts zum Eingeben. Ich hatte mal geguckt gehabt. So, was ist hier? 4-1, Bobby. Ah, Mist, wo muss man das eingeben? Hier im Desktop? Musik? Was steht da? Notes? Folder 1, Folder 2, Album? Test Me? Und Reference, glaube ich. Und irgendein Papierkorb. Das sieht aus wie Windows XP. 7913. Mal gucken, ob wir es irgendwo eingeben müssen. Lobby sind für Art. Was? Artefaktforschung. Ah, okay. Hallo? 7913. Dafür brauchen wir den Code. Ich mache im Fahrstuhl nie wieder Licht an. Und ich sag's auch noch, weißt du? Ich sag's noch, dass eventuell dann so der weg ist. Das wäre so witzig, haha. Boah, es sieht gerade echt so ein bisschen aus wie. Entweder wie Bioshock, wie Close to the Sun oder wie Alien Isolation. Das ist ja geil. So. Da müssen wir hin. Ich gucke aber trotzdem erstmal mich um. Alles sehr, sehr... Sehe ich da einen Grafikfehler? Ja, ich kann da durchgucken. Ja, ich habe einen Grafikfehler gefunden. Juhu! Ich freue mich immer darüber. Da kann man durchgucken, durch die Textur. So, da ist der Raum nicht richtig angepasst worden.
aber egal. Artefaktforschung. Was haben die denn hier geforscht im Berg? Ja, mal raus. Wir wissen ja, wir sind unter der Erde. Einfach an den vorbeilaufen kann. Ich bin mir da, ich will das glaube ich auch gar nicht rausfinden. Ich gehe einfach hier lang. So, da ist eine zu Tür. Da kommen wir glaube ich nicht weiter. Wo ist der? Da läuft er. Da müssen wir bestimmt lang, ne? Ja, da ist das Symbol. Hier aber auch. Finde einen Weg, die Luftschleuse zu öffnen. Ist das eine gute Idee? Das funktioniert nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Okay. Es geht nur in eine Richtung. Warte auf den Moment, wo diese Tür aufgeht und dann irgendwas dahinter sitzt. Dr. Lisa Svensson, Supervisor, Day 3 of Tablet Analysis. We received several stone tablets from a front of time with inscriptions apparently symbolizing the nine realms of the World Tree. Initial analysis shows that the tablet emits an energy field boosting cell regeneration. End of note. Also an diesen Tafeln geforscht, die sie gefunden haben. Was ist das denn hier? Oh, gibt's hier nicht zum Lesen? Ich würde gerne noch mehr daraus finden. Hier, ich würde gerne diesen Zettel lesen, Mann. Werden die Tafeln rot, sobald wir die Sicht anmachen. Wir können speichern, nice. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Kommt der jetzt? Ich hab's bemerkt, aber irgendwie auch wieder nicht, oder? Ich glaube, eine Mücke hat mich gerade gestochen, bin mir nicht sicher. Wo ist er denn? Ist er jetzt weggelaufen? Ah, dann läuft er. Geh mal hier lang, ne? Tschüss. Was ist das? Okay. Spiel die Balalaika für mich. Oh, wie unangenehm diese Dinger. Mann, mach das weg. Mach dich vom Acker. Ich glaube, der läuft wieder nach hinten. Ja. So, jetzt sind wir hier im Raum. Was ist das denn alles? Das sieht aus wie ein Riesenschild. So ein Abwehrschild, wie die Wikinger früher hatten. Wird das analysiert oder was? Mythology Research, Note 6. The expeditions to Asgard have proven fruitful yet again. The team brought back several shields that seem to possess a number of strange capabilities which are completely out of our control. According to the myth, these shields seem to have belonged to the winged creatures known as Valkyries. The mission of these creatures were to bring dead warriors to an afterlife in Valhalla, and must have possessed enormous powers. Es ist jetzt Krieg Valhalla oder was? Oh Mann, da hinten waren auch noch Wege. Hier geht's anscheinend irgendwie weiter, glaube ich, ne, oder? Ich will trotzdem einmal den anderen Weg gucken.
ist der? Ist er da hinten? Ich hoffe. So, warte mal. Wir sind jetzt von wo kamen wir? Ah, nee, Alter. Oh, diese Figur hier. Da müssen wir, glaube ich, hin wegen der Luftschleuse. Ich würde einmal die andere Richtung gucken, was da so alles ist. Was ist hier denn? Ist hier vielleicht ein... Hier ist gar nichts. Toll. Ich dachte, vielleicht finden wir hier irgendwie so ein Secret wieder. So ein sammelbares Item. Aber anscheinend ist dem nicht so. Wir müssen, glaube ich, warten, bis der da weg ist, ne? Kann der mal da weggehen? Watschel, 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 watschel. Sind die alle gehäutet? So, da wären wir auch schon. Kann ich hier irgendwie... Jams. Dieser Riegel heißt Jams. Und hier sind schon wieder diese ekligen Tentakel. Aber ich kann hier nicht die Luftschleuse öffnen. Ich dachte vielleicht... Erinnert auch ein bisschen an Outlast, ne? Mit dieser Luftschleuse und so. Tschüss. So. Nein, ich bin nicht da. Okay, die werden auf jeden Fall aufmerksam, sobald man in der Nähe ist. Da hinten geht's ja nicht weiter, ne? So. Na, dann wollen wir mal. Irgendwie faszinierend, das Spiel. Oh, hier sind die ganzen... Wer steht denn da hinten? Da hinten steht einer. Der zweimal so groß ist wie diese große Tür, die da schon ist. Kann ich mit den Dingern was machen hier? Nein. Kann ich die Tür öffnen? Nein. Was zur Hölle ist das denn da hinten? Will ich das wissen? Ach, der hängt hier. Hallo. Guckst du mich an? Alter, den haben die voll zerfleddert. Ich nehme mal deine Hand mit, Kumpel, ne? Mach's gut, die brauchst du ja nicht mehr. Ach, jetzt kommen wir bestimmt bei dem Dings raus, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bei dem einen Dude. Okay. Diese Balalaika da, die will ich haben. Oder was auch immer das sein soll. So, warte mal, wir müssen jetzt... Ah nee, wir müssen jetzt zurück, ne? Oder? Warte mal, von wo kamen wir eigentlich her? Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? War das hier? Ja. Es ist Hundi. Fifi ist es. Es ist Fifi. Fifi der Wunderhund. So, ich speichere mal. Fifi der Wunderhund. Der, ja, hat Hunger. Kann ich ihm nicht verübeln. Hatte der irgendwie so einen komischen... Habe ich das richtig gesehen? Also so ein komisches Bein abstehen gehabt? So ein Menschenbein? Achso,
Achso, das ist der Ventilator. Okay, ich dachte schon. Na, dem möchte ich aber, glaube ich, nicht begegnen, dem Hundi. So. Ich will hier gar nicht sein. Pathology Research, Note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories corresponds only a little with the true events of the past. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Okay, bald erfahren wir mehr über die Geschichten. Das ist wahrscheinlich nicht gut ausgegangen, wie ich das hier so sehe. Also eine Hentai-Tentakel ist, ja. Oh, Batterie fast leer. Ja, das trifft sich doch super. 2,7, ist das 2,1 oder 2,7? 2,1,3,4. Vielleicht brauchen wir das noch. Ich würde sowieso bis zum nächsten Speicherpunkt noch spielen. Und dann würde ich, glaube ich, habe ich ein bisschen Bock auf Shooter. Und dann spielen wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. So. Das sieht sehr einladend aus, wenn ich das sagen darf. Hier komme ich. Oh, Alter. Das sind alles hier. Da ist ein Fahrstuhl, der aber anscheinend nicht funktioniert. Der auch besetzt ist von diesen ganzen... Hä? Stranger Things? Die Blume? Hä? Ist das die Stranger Things Blume nur in grün? Speicherpunkt. Oh nein, bitte nicht. Ach, keine Spinnen. Nein. Ich will hier nicht sein. Ich guck da gar nicht erst hin. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Egal wie groß und klein die sind. If I would have been 5 seconds late, the demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better. Remarkable, isn't it? What? Yeah. No, 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 you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see here.
speech should be fine. I prepared the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm? How does it feel? Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you. I know. I have a few of my own. Anyway, I have much to prepare. You rest for now. Okay. Wir sind der Terminator. Hey, wir haben den Doktor gefunden. Look at her. It's Alice. The injuries she suffered and survived. It's not human. That doesn't mean she's not. Who are you? By Odin. My voice. She even sounds like. Yes. Yes. I fixed your voice. And your arm. Who are you? What's going on? I'm Henrik Andersen. The CEO of Borgcorp. Okay. The voice you're hearing is my wife, Sarah. She's up on the surface, Ralph. Unfortunately. You and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik, calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Now try it. Scan the hand on the table, and then use it downstairs, on the lock. I know this is a lot to ask, but we're not taking this lightly. Please, we'll tell you more as you go. Das klingt ja sehr toll. Schön. Was wollte ich gesagt haben? Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. So. Ich habe gespeichert. So, ich würde jetzt erstmal zum Ende kommen und dann machen wir nächstes Mal weiter.